Hallo liebe Freunde, jetzt nachdem ich meinen YouTube-Kanal so anderthalb Jahre beackert habe, denke ich mal, es ist an der Zeit, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Vielleicht wollt ihr auch einen YouTube-Kanal starten und wollt wissen, was ihr denn so als Startausrüstung braucht und wie viele dafür ausgeben müsst. Ja, bleibt dran, dann erfahrt ihr das in diesem Video. Ich bin der Ralf und meistens seid ihr unterwegs mit mir, aber heute sitzen wir mal wieder zu Hause und wollen mal so ein bisschen Smalltalk machen über den Start eines YouTube-Kanals und was das so für Anforderungen bringt. Viele denken ja, wenn ich so einen YouTube-Kanal machen muss, muss ich erstmal viel investieren in Technik, ja, brauche eine super Kamera, brauche einen super Ton, ja, brauche sehr viel Schnittequipment, ja, aber man braucht viel weniger als man denkt, und was ihr braucht, das zeige ich euch jetzt. Ja, für den Anfang reichen, ja, ich schätze mal grob gesehen, 50 Euro für den Start. Ja, was braucht ihr als erstes? Ganz klar, wenn ich ein Video machen will, was brauche ich als erstes? Eine Kamera. Aber muss ich denn eine Kamera kaufen? Vielleicht auch eine teure Vollformat? Das ist alles Quatsch, weil jeder hat heutzutage ein Handy. Ja? Und jedes Handy kann mittlerweile, wenn es halbwegs aktuell ist, ein brauchbares, vernünftiges Video machen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich kann keine 4K mit meinem Video machen. Aber lasst euch gesagt, 4K ist in dem Fall für den Start völlig überbewertet. Ja? Dieses Video hier nehme ich auch in 1080p auf, also in Full HD, und schaut euch die Qualität an und dann sagt ihr mir nochmal, ob es denn dringend notwendig ist, für solche informativen Videos 4K zu benutzen. Kleiner Tipp, ja, wenn ihr das Video schneidet, schneidet es zurecht, und wenn das auf das Endformat kompiliert, kompiliert es vielleicht hoch auf 4K, weil dann YouTube eine höhere Qualität intern speichert. Aufnehmen und schneiden reicht Full HD für den Anfang völlig aus. Ja. So, das Handy habt ihr, alles gut. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, was ihr braucht, wo ihr doch ein paar Euro investieren solltet, ist ein Mikrofon, ein externes. Die Mikrofone in den Handys sind zwar okay, aber ja, sobald ihr euch ein Stück entfernt, ja, es ist nicht die beste Qualität und auch nicht besonders gut. Aber es gibt heutzutage glücklicherweise für ein kleines Geld brauchbare Mikrofone, wie zum Beispiel hier so ein schnurbehaftetes Lavalier-Mikrofon. Das ist hier das von Smallrig, das habe ich mal vorgestellt in einem anderen Video. Ja, könnt ihr leicht anschließen an euer Handy oder an die Kamera, falls ihr doch eine haben solltet, und verbessert die Qualität des Tones enorm. Ja. Ja, falls euch dieses ganze Bumsel mit dem Kabel nicht so zusagt, könnt ihr natürlich auch Folgendes tun. Ja, es gibt für ein kleines Geld, ja, auch solche Wireless Lavalier-Mikrofone von diversen Anbietern. Ja, also mit einem Mikrofon für 20 Euro in dem Bereich seid ihr gut dabei. Das ist also die erste Investition, die ihr tätigen solltet. Kauft euch ein brauchbares Mikrofon. Das wertet eure Videos enorm auf. Ja. Ja. Und ich denke, man braucht noch eine zweite Investition, wenn man anfängt mit einem YouTube-Kanal. Ja. Und zwar denke ich, man braucht ein kleines und günstiges Stativ. Meine Empfehlung ist immer noch hier das Ulanzi MT44. Ja, habe ich auch schon zwei Videos so gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist sehr vielseitig. Mit, wenn ihr im Stehen einen Vlog machen wollt, das könnt ihr auf den Tisch aufstellen. Das ist so universal. Ja, das wird euch in vielen Situationen weiterhelfen. Das war es eigentlich schon. Mehr braucht ihr für den Start, ja, für eines YouTube-Kanals eigentlich ein Equipment nicht. Das heißt, das Stativ gibt er 30 Euro aus, das Mikrofon gibt er 20 Euro aus, und schon habt ihr für 50 Euro,
Ja, ein Setup, mit dem ihr auch brauchbare Videos drehen könnt. So, aber ja, ihr wollt euch ja vielleicht mal ein bisschen weiterentwickeln und wollt ein bisschen mehr machen. Und dann kommen wir zur nächsten Ausbaustufe und das ist die 100-Euro-Stufe. Ja, 100 Euro, also 50 Euro draufpacken. Was mache ich mit den 50 Euro? Das ist relativ einfach. Licht. Ja, es gibt heutzutage relativ günstig LED-Panels. Ja, muss nicht besonders groß sein, die sind auch relativ leistungsstark schon. Und wenn ihr mal so zwei Paneele für 25 Euro kauft, ja, dann könnt ihr im Lichtsetup schon eine ganze Menge machen. Das war jetzt eine schnelle Nummer. Die Steigerung von 50 auf 100 Euro ist einzig und allein. Besorgt euch ein bisschen Lichtsetup. Ja. Wie es am besten ist, könnt ihr mal ausprobieren, das eine oder andere, und dann schaut ihr, wie es euch am besten gefällt. Ja. So, das direkte Anleuchten vom Gesicht kommt meist nicht besonders gut. Ja, aber so über zwei, drei Quellen, ein bisschen indirekt, ist wesentlich besser. Wenn ihr noch mehr Geld ausgeben wollt, machen wir mal die 150-Euro-Variante. So, liebe Freunde, 100 Euro haben wir ausgegeben. Wir haben noch ein bisschen was im Sparsäckel. Wir wollen noch was ausgeben und wollen unsere Videos noch etwas besser machen. Wofür geben wir die nächsten 50 Euro aus? Das wird euch jetzt vielleicht verwundern, aber ich denke, ihr solltet euch als nächstes Investitionsstufe eine gebrauchte, etwas in die Jahre kommende Digitalkamera kaufen. Ja. Die gibt es heutzutage wirklich schon für einen kleinen Preis. Ich habe hier noch aus meinen alten Tagen liegen eine PowerShot SX50 HS. Ja, wirklich kein Knaller gewesen. Aber damit kann ich selbst heutzutage noch sehr schöne Videos machen in Full HD. Full HD, 4K, hat man schon mal diskutiert. Ja, ich bin der Meinung, für den Anfang reicht Full HD völlig aus. Ja, warum würde ich jetzt für die nächsten 50 Euro so eine gebrauchte Digitalkamera kaufen? Die Videos mit dem Handy sind ja schön und gut heutzutage und auch die Qualität ist sehr brauchbar, aber ihr habt mit so einer Digitalkamera wesentlich mehr Möglichkeiten. Meistens haben sie noch ein bisschen Zoom dran, wesentlich bessere Makrofunktionen und ihr seid dann wesentlich flexibler. So, das war's aber auch schon. Jetzt habe ich euch die drei Anfängerpakete vorgestellt. Ja, und jetzt gebe ich euch nochmal ein kurzes Fazit. Für euch, was braucht ihr? Für den Anfang eigentlich gar nichts, außer euer Handy, ein externes Mikrofon und vielleicht noch ein Stativ. Ja, 50 Euro seid ihr gut dabei. Wollt ihr mehr investieren, kauft noch Licht dazu und in der dritten Ausbaustufe kauft euch eine gute, gebrauchte, ältere Digitalkamera dazu. So, das war's auch schon mit all den Informationen, die ich euch vermitteln wollte. Ja, ich hoffe, es hilft euch, wenn ihr euch mal einen YouTube-Kanal einrichten wollt oder auch TikTok-Videos machen oder auf Instagram was posten. Ist ja ähnlich veranlagt. Ja. Also, denkt nicht zu groß, fangt klein an. Ja, ihr wisst auch nicht, ob ihr das Hobby über eine längere Zeit weiter machen wollt. Also investiert nicht so viel, was vielleicht totes Kapital wäre. Ich hoffe, ja, das Video hat euch gefallen. Ja, vergesst nicht, wie immer, lasst mir bitte ein Like da, ja, damit ich motiviert bin, auch noch das ein oder andere Video mehr zu machen. Vielleicht schreibt ihr mir auch in die Kommentare, ob ihr mal ein anderes Thema wünscht. Ja. Bin ich gerne bereit zu. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ja. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Ach, bist immer noch dran. Hast du schon abonniert? Wird aber Zeit. Und wenn nicht, hier gibt es noch zwei Videos. Die kannst du dir auch noch anschauen.